Liebe Freunde, Erfurt, Hanau, Döbeln, das sind unsägliche Angriffe auf unsere Mitglieder, die da erfolgen. Wir werden für alles in Deutschland, für alle schlimmen Taten verantwortlich gemacht. Das ist empörend. Es ist eine Beleidigung. Wir werden als nationale Sozialisten bezeichnet, wo wir doch Freiheitliche sind. Wir sind gar keine Sozialisten. Da können wir auch keine Nationalen sein. Der Urteilsspruch von Döbeln ist dermaßen empörend. Ich finde, es ist eine Anbinderung dieser Richterin an die neue Justizministerin. Die Richterin will einfach Sympathie erzeugen für ihre Karriere. Also das vermute ich jetzt mal, weil wir eine Justizministerin haben, die aktiv Unterstützerin der neuen RAF in unserem Land ist. Das muss man mal so deutlich sagen. Es ist empörend und manche empört das sehr heftig. Ich habe dafür Verständnis für diese heftige Empörung. Mich empört es ja auch. Aber wir brauchen auch diese Leute, die sich heftig empören. Wir müssen sie als Schiedsgericht wieder einfangen. Wir müssen sagen, wir brauchen euch, aber bitte mäßigt euren Ton, weil unser Volk will eine Alternative wählen können. Und da will sie bürgerliche Leute wählen können. Und deswegen müssen wir alle miteinander etwas bürgerlicher werden oder sein. Wir müssen die sein, die das Land vom Kopf wieder auf die Füße stellt. Wir müssen diejenigen sein, die für Ordnung in dem Land sorgen. Und da müssen wir selber uns auch in unserer Wortwahl etwas überlegt behandeln. Im Schiedsgericht möchte ich weiter, wie bisher, für einen Ausgleich sorgen und für eine Schlichtung dieser Interessen sorgen. Wir brauchen euch alle, alle die Lauten und die Leisen. Liebe Freunde, am 5. Juli 2019 saß ich mit in Kamenz beim Landeswahlausschuss. Diese schreckliche Frau Schreck, die hat den Namen nach der Tat, hat die freiheitliche Demokratie massiv beschädigt mit der Listenstreichung. Am nächsten Tag bin ich mit Roland Ulbricht zu Jörg Urban gegangen und wir haben ihm gesagt, wir wollen uns das nicht gefallen lassen, wir wollen kämpfen. Und dann sind wir vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Gemeinsam mit insgesamt 8 Kandidaten, die dort abgelehnt waren, und gemeinsam mit dem Landesverband. 1989 bin ich auf die Straße gegangen, wie viele von uns. Die Redezeit ist zu Ende. Sehr schade. Ja. Ein Satz darf ich vielleicht noch sagen. Wir wollten damals, dass wir wählen können, wen wir wollen. Und nicht, wen wir dürfen, wer von uns von der Obrigkeit genehmigt wird. Das ist unser Anspruch. Dankeschön. Vielen Dank.